Willkommen zum neuen Video. In dem Video werde ich euch am Anfang zeigen, wie ich diesen kleinen Bonsai, den ihr da seht, bestücke. Und des Weiteren werde ich das Aquarium einrichten. Viel Spaß damit! Ich zeige euch das einmal kurz, was ich da habe. Jetzt muss ich mal eben gucken hier. So. Da. Süße kleine Anubias. Die Bonsai-Variante. Genau, dreimal habe ich die. In In-vitro-Töpfchen. Da. In Gel. Genau, In-vitro bedeutet Gel. Und die kommen jetzt auf den Bonsai drauf. Aber erst ist die Nini so lieb. Und du willst die auswaschen. Du kannst dir die Dinger schon mal. Einmal Kleber, den brauche ich. Ja, das war die Grundidee meines Aquarien-Layouts. Aber wie ihr sehen werdet oder vielleicht auch schon zwischendurch auf Instagram gesehen habt, habe ich das Ganze noch ein bisschen umgestaltet. Also vom Grunde her die Steine, der große Stein ganz links und dieser große flache Stein rechts, die sind an ihren Positionen geblieben, aber die anderen Steine habe ich ein bisschen verändert von der Position her. Ja, und leider habe ich auch zu diesem Videoschnitt keine richtige Audio, deswegen geht es sehr viel in Timeslapse, weil mein Schnittprogramm mir die Audio irgendwie zerschießt.
warum auch immer, ich habe keine Ahnung, gucke ich mir den Videoabschnitt, den ich von der Kamera auf den Rechner draufgezogen habe, ganz normal über ein Videoprogramm am Rechner an. Spielt ja ganz normal die Audio. Setze ich es in mein Schnittprogramm. Tut er mir die komplett zerschießen. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ich habe es jetzt bestimmt 5-6 Mal versucht. Es möchte einfach nicht. Und da nicht so viel Wichtiges jetzt da drin gewesen ist, angesprochenen, habe ich es einfach rausgelassen. Naja, ich wünsche euch noch viel Spaß und seid gespannt, was dabei rauskommt. Das ist extra für CO2-Systeme. Ich hol's mal raus. Alles gut da unten. Ja. Da. Kleines Rückschlagventil. Das ist extra dafür. Da geht in eine Richtung Luft durch, aber nicht wieder zurück. Das ist dafür da, dass kein Wasser ans Magnetventil kommt. Das ist nämlich dieser Kollege hier. Er ist vielleicht schon mal den Müll weg. Genau. Das ist nämlich dieser Kollege hier. Oh, wo sieht man es besser? Das ist nämlich, wie man hier schön sieht, elektrisch, elektromagnetisch, unbetätigt. Ist es geschlossen. Das heißt, wenn kein Strom anliegt, ist es geschlossen. Wenn Strom anliegt, geht es auf und lässt CO2 durch. Und dieser Kollege hier kommt dahinter, wenn man es jetzt so sieht. Davor ist die CO2-Flasche, hinter das Ventil kommt dieses Ventil, das Rückschlagventil. Damit eben kein Wasser in dieses eindringt und es kaputt macht, denn dieses, wie teuer war dieses Teil? Der hier? 30 oder so? 30 Euro oder so. Da hast du mal einem 30 Euro kaputt. Und das ist nicht so toll. Und damit halt auch kein Wasser in die CO2-Flasche gelangt. Wäre nämlich auch kontraproduktiv.
We'll be right back.
Marc. Ja. Wir müssen jetzt nämlich nochmal nach Remscheid, nicht wegen mir, sondern wegen Dennis seinen Zweckbuntbarschen. Und zwar ist heute aufgefallen, dass der eine den anderen wie geckig durch das Becken jagt. Jetzt haben wir eben Zungenkoma angerufen und wir sehen halt keinen Unterschied zwischen den Fischen, außer dass der eine jetzt halt eine blasse Farbe aufgrund von Stress gekriegt hat, sehr wahrscheinlich. Und vielleicht einen halben Zentimeter kleiner ist als der andere. Genau, und vielleicht einen halben Zentimeter kleiner ist als der andere. Ja, jetzt haben die uns oder dem Dennis direkt mal zwei Zwergbuntbarschweibchen zurückgetan. Jetzt fahren wir da noch hin. Wir warten gerade noch auf Janina und holen die dann ab. Ja. Und ich wollte noch wegen Starterbakterien nachhaken. Das habe ich gestern vergessen, wie wir das Aquarium abgeholt haben. Ja, aber soweit steht das Aquarium. Ich tue gleich nur noch die Pflanzen oder nachher nur noch die Pflanzen reinsetzen, die ich von Dennis und Janina kriege. Und dann fehlt eigentlich nur noch die CO2-Anlage. Da fehlt uns ein einziges Teil noch für. Und dann ist die auch komplett. Und dann kann man die auch aufbauen. Ja. Ich habe heute auch nur die Vloggercam hier mit und nicht die andere, weil ich die noch in der Tasche hatte. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg, denn da kommt Nini. Mio. Na, rechtzeitig. So. Bis später. Aus Dennis seinem Aquarium und die gucken wir da jetzt noch in den Hintergrund. Achso, was wir noch neu geholt haben vorhin, eine etwas andere Pinzette. Die ist nämlich unten nicht rund, sondern spitz. Jetzt habe ich alles fertig eingepflanzt und werde jetzt noch ein paar Sachen anbringen, zum Beispiel ein Thermometer und einen Schwamm. Ja, das sind die beiden Sachen, die letzten, die ich für heute hier anbringe, und dann werde ich da gleich noch Starterbakterien reinpacken, die wir eben auch noch geholt haben. Ich zeige euch gleich noch, was wir noch im Zoo&Co. geholt haben. Wir waren ja jetzt noch mal ein zweites Mal. Habt ihr vielleicht eben schon so ein bisschen gesehen. Ja, das ist auf jeden Fall mein Layout, so wie es jetzt ist. Aber ich glaube, ich muss da so ein bisschen zumachen. Wegen dem Licht. Aber das ist auch nicht schlimm. Ja, dann wollen wir mal die Sachen anbringen. Thank you.
mein Aquarium gesehen und fertig. Wie gesagt, da kommen gleich noch Starterbakterien rein, aber gehen wir jetzt mal beim Dennis gucken. Ja. Map, der wartet nämlich. Mhm. Der hat sich nämlich noch zwei Fischilis geholt. Da. Da sind sie. Zwei weibliche Zwergbuntbarsche in Orange bzw. Gold. Weil wir hier nämlich irgendwie dann doch zwei Männchen drin haben. Aber den der, der wird immer gescheucht. Da kommt er gerade. Da kommt der andere. Zack. Da sieht man's. Und dann einmal quer durchs Becken gejagt. Ja, und weil wir sonst so keinen Unterschied an den beiden erkennen konnten, außer dass er da hinten, der jetzt gerade weg ist, ein bisschen heller ist. Ein bisschen kleiner, ein winziges Stück. Ich wollte sagen, ein winziges Stück kleiner ist als er hier. Haben wir dann mal nachgehakt und ja. Beziehungsweise Dennis hat nachgehakt. Und es sind tatsächlich anscheinend zwei Männchen. Und jetzt hat er hier zwei Weibchen geholt. Das eine Männchen wird schon ganz fleißig dran. Ich hoffe nur, dass das dann funktioniert, dass die beiden dann die Reihen ein Reviere machen und sich gegenseitig in Ruhe lassen.